Oh, das ist eigentlich keine Frage, die ich gerne beantworte und die ich jetzt eigentlich auch nicht beantworten möchte, weil ich finde es immer schwierig zu sagen, warum jemand nicht. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, ich habe meine Qualitäten und Herr Erdmüt hat auch seine Qualitäten und ich habe eben schon bei der ersten Frage gesagt, was meine Qualitäten sind, nämlich dass ich von hier komme und für die Menschen bin und dass ich auch nicht weglaufe. Ich bleibe hier. Und das ist einer der, ich glaube, der größten Pluspunkte, den ich habe. Und meine langjährige Erfahrung hier auch in Seevetal, ein gutes Netzwerk, das über den Kreis hinaus, in den Bezirk, Bezirk haben wir nicht mehr, aber in die Region, bis ins Land, bis in den Bund geht. Und das auf ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es ist nicht nur diese parteipolitische Schiene, was manche jetzt ja wohl meinen, sondern wirklich im kulturellen, im sozialen, im wirtschaftlichen Bereich, da die Kontakte habe, da mitarbeite. Ich bin in der Denkmalkommission in Hannover. Wir arbeiten da nicht nur, was Denkmal angeht, sondern auch an Bestandsbauten. Wie kriegen wir das hin, dass die klimaneutral werden, wie die Klimabilanz richtig aufgestellt werden? Der Green Deal, der jetzt aus Brüssel gekommen ist, wie wir den für Niedersachsen umsetzen können, das tue ich alles schon und das werde ich auch weiter tun. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den ich habe, weil ich brenne für diese Gemeinde. Und aber ich möchte wirklich nicht beantworten, warum man Herrn Erdmuth nicht wählen will, weil ich finde, das eine fiese Frage und das hat Herr Erdmuth auch nicht verdient. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen mir und der Kandidatin der CDU. Ich bringe 30 Jahre Erfahrung mit, 30 Jahre in der Verwaltung, 8 Jahre davon als Bürgermeister. Und was heißt das? Vielleicht darf ich das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn zum Beispiel eine Unternehmerin zu mir kommt, ins Büro kommt, ein Vier-Augen-Gespräch wünscht, weil sie ihren Betrieb erweitern möchte, dann sind ganz viele Fragen zu klären. Das fängt bei der Baugenehmigung an, das geht über das Planungsrecht, das geht über das Umweltrecht, da spielt vielleicht sogar Abfallrecht, Emissionsschutzrecht eine Rolle. Und ich muss als Bürgermeister an der Stelle Antworten liefern können. Und ich muss vor allen Dingen auch erkennen, wenn etwas nicht funktioniert und gleichzeitig überlegen, wie können wir einen gemeinsamen Weg finden, wie können wir eine Idee entwickeln, so ein Projekt, so eine Planung auch umzusetzen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch nochmal hier deutlich herausstelle, dass das ist, was mich ausmacht, neben all den anderen Dingen, dass ich draußen bei den Menschen bin, dass ich bei den Vereinen bin, dass ich mit den Vereinen spreche, dass ich die Feuerwehr unterstütze. Ich habe zum Beispiel mal die Feuerwehrmedaille der ostfriesischen Feuerwehren als Bürgermeisterbereich bekommen. Für mich war das selbstverständlich, mich einzusetzen, aber die fanden das offensichtlich sehr herausragend. Und das ist meine Aufgabe als Bürgermeister, das, was ich vor Ort bei den Menschen erfahre, die Dinge, die sie bewegen, die Dinge, die sie von mir erfahren möchten, auch kompetent beantworten zu können. Und ich kann eben nicht jedes Mal eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit rausnehmen, um die Dinge zu klären, sondern muss das vor Ort selber machen können und entscheiden können am Ende.